Hütehunde brauchen die Arbeit fürs Wohlbefinden. Border Collies zählen zu den schlauesten Hunden und bilden mit ihrem Hundeführer ein Team, das sich beinahe ohne Worte versteht. Sieht man ganz schön, der Hund liftet selbstständig die Schafe, setzt sie ganz langsam in Bewegung, bleibt am Druckpunkt stehen, denn die Schafe haben die Tendenz, nach rechts zu laufen und sie werden ziemlich gerade zu uns kommen. Um Schafe zu mir zu bringen und von einer Strecke zur anderen, brauche ich eigentlich fast keine Kommandos. Kommandos brauche ich eigentlich nur, wenn ich die Schafe jetzt von mir wegtreiben will. Come by, das ist jetzt der Kommando im Uhrzeigersinn. Und das Ganze kann ich auch mit dem Pfeifel machen, das mir persönlich lieber ist, weil es meine Stimmung nicht so überträgt am Hund. Auf weitere Entfernung es besser ist, außerdem, wenn man schreien muss, das klingt so unschön. Und jetzt Ganze gegen den Uhrzeigersinn. Ahoi! Kann da hier? Kann man Platz? Das ist eine spezielle Pfeife für Hütehunde. Die ist in Großbritannien erfunden worden, kreiert worden. Und das ist eigentlich die einzige Pfeife, die ich kenne, mit der man verschiedene hohe Töne machen kann. Ich meine, das geht nicht mit einer Flöte, aber das wird auch blöd ausschauen, wenn ich dort stehe. Und mit einer Trillerpfeife, so wie es die Jäger verwenden oder so, hast du immer nur einen Ton. Und in dem Pfeifer kann ich von tief bis hoch alle Melodien durchspielen und damit den Hund ganz klare Kommandos und Ansagen geben. Aufgrund ihrer hohen Intelligenz werden Border Collies als Arbeitspartner in der Landwirtschaft weltweit immer beliebter. Willi Klaffel weiß seit langem ihre außerordentlichen Fähigkeiten zu schätzen. Familie Klaffel hat sich ganz dem Naturschutz und der Erhaltung gefährdeter heimischer Haustierrassen in Österreich verpflichtet. In ihrem Langenläuserbetrieb züchtet sie vorwiegend Nutztierrassen, die sich durch Robustheit auszeichnen. Passt! Wir hatten zu Beginn 10 Schafe und da habe ich dann erst gemerkt, was in einem Border Collie drinsteckt. Der Hund war damals ein gutes halbes Jahr alt, wie wir die Schafe gekriegt haben. Und beim ersten Versuch haben wir schon gesehen, aha, 10 Schafe sind ihm eigentlich zu wenig. Unsere Landwirtschaft ist dann auch immer größer geworden und ich habe dann einfach immer mehr entdeckt, zu was so Hunde fähig sind. Und das Tolle an den Hunden ist, dass sie einfach selbst mitdenken. Und dass sie den Willen zu folgen haben. Die Klaffels haben mittlerweile 7 Border Collies, die bei der täglichen Kontrolle der Herden auf den ausgedehnten Weideflächen im Kamptal und in der Wachau helfen. Die Beweidung des Kamptals ist Teil eines Naturschutzprojektes. Ein Hochwasser im Jahr 2002 machte aus Agrarland landwirtschaftlich unrentable Gebiete. Diese Flächen lässt Willi Klaffel von Tieren beweiden und hält sie so von unerwünschtem Pflanzenbewuchs frei. Der naturnahe Lebensraum ist optimaler Arbeitsplatz für die Border Collies. Ihre ursprüngliche Heimat war das karge und steinige Hügelland an der Grenze zwischen Schottland und England. In den Weiten der Hills züchteten Schäfer seit über 500 Jahren Hunde, die halbwilde Schafherden über weite Entfernungen und oft außer Sichtweite selbstständig treiben konnten. Der einzigartige Instinkt für Schafe ist das Ergebnis dieser langen Auslese. Unter Hunden wirkt der Blickkontakt als Drohgebärde. Das nützen die Collies gegenüber den Schafen aus. Der direkte Augenkontakt mit dem Schaf wird vom Schaf als Drohung empfunden und es ist ein Hilfsmittel der Hunde, um die Schafe in die richtige Richtung zu bekommen.
Dank des bösen Blicks ihrer vierbeinigen Assistenten können die Klaffels ohne große Mühe einzelne Schafe, die für die Zucht vorgesehen sind, mühelos aus der blökenden Herde absondern. Anstarren und hetzen. Border Collies könnten dieses Spiel mit den Schafen endlos treiben, denn es ist ihr natürliches Jagdverhalten, bei dem sie durch Glückshormone angetrieben werden. Das unterscheidet sie von anderen Hunderassen, deren Fähigkeit zum Hüten aus dem Spieltrieb hervorgezüchtet wurde. Auch die geduckte Haltung und die eingezogene Rute gehören zum Jagdstil der Border Collies. Wir haben in Spitzenzeiten zwischen 8 und 10 verschiedenen Flächen Tiere stehen, die täglich kontrolliert werden. Die Flächen sind zwischen kleinste Fläche 1 Hektar, die größte Fläche 7 Hektar. Ich komme dort hin und schicke mal einen Hund um die Tiere. Rein, Otto. Kann da hier. Willi Klaffel fährt mit Ben und Kanda zur alten Heide am Gobelsberg in der Gegend von Langenlois. Das Trockenbiotop inmitten von Weinbergen ist ein bedeutendes Ökosystem in Österreich und eignet sich hervorragend für die extensive Haltung genügsamer, bodenständiger Nutztierrassen. Bleib ruhig. Gut. Neben Willi Klaffel nutzen nur noch wenige Landwirte die alte Weidelandschaft. Zu viel Aufwand für zu wenig Ertrag. Die Trockenrasen sind ein wertvoller Lebensraum für zahlreiche selten gewordene Tier- und Pflanzenarten, die durch eine fortschreitende Verbuschung stark gefährdet sind. Auch hier betreiben die Schafe angewandten Naturschutz. Auf ihrer Suche nach schmackhaften Gräsern und Kräutern verschwinden sie allzu oft im dichten Buschwerk. Ben soll sie aufspüren. Gut, Ben. Guter Ben. Sind sie nicht da, gell? Haben wir eh gedacht. Na gut, dann gehen wir suchen. Da sind sie nicht. Border Collies bringen schon in ihrer genetischen Veranlagung gute Voraussetzungen für die Arbeit mit Herdentieren. Diese Anlagen werden durch intensives Training durch den Menschen abrufbar gemacht. Der Mensch ist der Rudelführer, dem der Hund im Idealfall bedingungslos vertraut und gehorcht. Doch bis Mensch und Hund ein echtes Team sind, gehen Jahre ins Land. Ben, Daddel, du, Kanda. Es ist das Weidekontrollieren schon eine sehr, sehr große Hilfe. Aber wenn Tiere ausbrechen oder irgendwo rumlaufen, das könnte ich ohne Hund überhaupt nicht bewältigen. Denn oft sehe ich es nur aus der Entfernung mit dem Gucker, wenn die irgendwo in einem großen Feld drinnen sind oder in Weingärten, dann sehe ich es von einer Höhe aus. Dann schaue ich, dass ich ein bisschen näher komme und dann schicke ich den Hund und der bringt mir die meistens zuverlässig aufs erste Mal vor die Füße. Kann der Platz! Kann der Platz! Für Border Collies gilt Klasse statt Masse. Kleine Gruppen eigensinniger Schafe sind ihnen weit lieber als die riesigen zahmen Herden der Wanderschäfer. Deren Hunde müssen hunderte Tiere ständig umkreisen und ordentlich zupacken, um sie zusammenzuhalten.
Dafür sind Border Collies viel zu feinfühlig und zu klug. Sie bevorzugen ein ausgewogenes Stop-and-Go-Prinzip. Gerade weil sie so intelligent sind, stellen Border Collies große Anforderungen an ihre Besitzer, was die konsequente Erziehung angeht. Border Collies haben eine schier unbändige Lust am Hüten. Werden sie als reine Familienhunde gehalten, ohne die Möglichkeit arbeiten zu können, suchen sie gerne einen anderen Auslass für ihren Hütetrieb. Nicht immer zur Freude aller Familienmitglieder. Langsam. Ein Anruf veranlasst Willi Klaffel, sich mit seiner Assistentin Julia und den vierbeinigen Helfern als Suchtrupp in die Wachau aufzumachen. Eine Schaf- und Ziegenherde ist aus der Koppel ausgebrochen und ist in unwegsamem Gelände unterwegs. Gut, schau. Ist das Eier da oben? Da steht aber immer dabei, oder? Nein, das ist der Echt. Das ist schon blöd von da, weißt du das, eh? Da sind sie jetzt aber in der Fläche schon, oder? Ja. In der da. Lass mal keinen da raus, bitte. Keinen da. Julia, ich probier's. Garantie gebe ich keine, oder viel, aber vielleicht geht. Aber dann erspart man uns viel Rennerei. Klaffel dirigiert Kanda mit der Pfeife auf dem sichersten Weg hin zur Herde. Jetzt sind Mut und Ausdauer gefragt. Weitere Qualitäten, die erfolgreiche Hütehunde mitbringen müssen. Nicht alle Herdentiere laufen automatisch davon, wenn die Hunde sich anschleichen. Schafe und vor allem Ziegen bieten einem Angreifer gerne auch mal die Stirn. Kanda und Ben müssen entschlossen und ohne Angst vorgehen, um zu zeigen, dass sie es ernst meinen. Gut, Ben, get up. Ui, platt. Aufgeben dürfen Border Collies auch in schwierigsten Situationen nicht. Selbst dann, wenn Schafe so gar nicht verstehen, worum es eigentlich geht. Aber als echte Nachfahren schottischer Hochlandbewohner verfügen Kanda und Ben über ein hohes Maß an Beharrlichkeit. Geschafft. Die Herde ist vollständig vom Hügel heruntergetrieben worden. Willi Klaffel hat dank seiner Hunde nicht viel rennen müssen. Du kannst es nicht, gell? Die Ausreißer folgen ihrem Hirten wieder lammfromm auf die Weide. Und die Border Collies sorgen im Hintergrund dafür, dass keiner zurückbleibt.